bei mir heute die Jungs von The Boss aus die Cowboys, muss man sagen. Ziemlich cool siehst du aus, Alec. Ja, danke. Ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen Mühe habe ich mir gegeben, wie ein Cowgirl auszusehen, aber es hat nicht wirklich funktioniert, muss ich sagen. Ist es bei dir eine Lebenseinstellung? Ziehst du auch mal Jogginghose an, wie der Kollege? Ja, natürlich ziehe ich das auch mal an. Also, wisst ihr, Leben besteht ja aus Kontrasten und das eine wirkt nur so gut wie der Gegensatz. Okay. Wie gefällt euch die Location? Ist ja doch euer Style, oder? Ist super. Also wir wussten es ja nicht, aber coole Autos, coole Bikes drin. Hab mich schon ein bisschen umgesehen und ein paar Autos kann man auf jeden Fall nochmal genauer betrachten nachher. Oder mitnehmen nachher? Ja, hat glaube ich jemand was dagegen. Ich denke auch. Wie ist es hier in Franken zu sein? Ihr wart ja jetzt schon öfter mal hier, Rock im Park erst gewesen. Was ist geiler, so ein Festival zu spielen oder so eine private Live-Session? Kann man immer gar nicht so sagen, weil beides hat irgendwie seinen Flair. Also Festival ist natürlich geil und gerade so ein großes Festival, da kann ich auch nur sagen, ja super, auch da mal spielen zu dürfen. Aber solche kleinen Locations oder kleinen Events sind auch super. Also bringt total Bock, ist ein bisschen wie früher, private Atmosphäre und wenn die Konzerte so groß werden, dann hat man halt so, vermisst man manchmal so ein bisschen dieses private Ambiente und auf solchen Veranstaltungen wie heute, so ein Hörerkonzert ist super für uns. Kurz nach 18 Uhr, du sitzt hier schon mit deinem Bierchen. Macht ihr das immer so? Naja, ja, eigentlich schon. Schon ganz so spät dafür eigentlich, ne? Morgens werden schon die Zähne damit geputzt und dann geht's halt weiter, ne? Jetzt sind ja auch so ein paar kleine Mini-Hörer dabei bei uns. Habt ihr schon gesehen beim Soundcheck? 3 Jahre, 5 Jahre alt. Wie macht ihr das da mit dem Alkohol auf der Bühne? Ja, die kriegen keinen. Nichts ab. Nee, naja, mein Gott, weißt du, ich meine, wir freuen uns ja, wenn so kleine Fans da sind irgendwie, aber das ist ja hier, das Bier machen wir dann in Becher, Tassen. In so Schnabeltassen. Na, das Schnabel brauchen wir noch nicht. Was gefällt dir an Franken am besten? Du warst ja nun schon öfter hier. Was ist es, was zeichnet Franken aus? Ach je, das sind immer so die regionalbezogenen Fragen, ne? Da soll man immer lobhudeln. Wir sind gerne hier, ich glaube, das ist bei uns relativ wurscht, wo wir sind. Wir sind froh, dass wir coole Fans haben und egal wo wir sind, haben wir immer eine gute Zeit mit denen. Und in Franken haben wir schon viel gespielt, in Nürnberg auch schon von Anbeginn, Löwensaal und Hirsch und was ihr alles habt. Und es war immer geil und heute wird es hier im Autohaus bestimmt auch super. Was macht ihr hinterher? Es gibt ja dann auch immer doch die Mordsgaudi nach der Show. Wo geht ihr hin? Ist Mittwoch, keine Ahnung. Mittwoch in Nürnberg musst du uns noch eine Empfehlung aussprechen nachher. Ist allerdings ziemlich schwierig, muss ich sagen. Ja? Kommt ihr mit ins Studio, machen wir Aftershow-Party. Dann nehmen wir einen Kasten Bier mit ins Studio, auch okay. Apropos Bier. Anfang Oktober kommt das Boss-Hoss-Bier. Ich habe jetzt eher einen Whisky erwartet von euch, muss ich sagen. Ja, aber Bier ist massenkompatibler. Weißt du, wir denken ja immer in großen Chargen und so, große Mengen. Nein, Quatsch, wir hatten Bock auf ein Bier. Und ja, wir sind Biertrinker und deswegen hatten wir schon immer mal die Idee im Hinterkopf, haben jetzt eine Brauerei kennengelernt vor einem halben Jahr, die das super fanden und meinten, haben sie Bock drauf. Und dann haben wir so ein paar Verkostungen gemacht im Studio und das befürwortet. Und seitdem, ja, gibt es dann jetzt, ab Oktober gibt es dann Bier, Boss-Hoss Bier und das ist lecker. Kann ich das überall kaufen oder nur im Internet bestellen? Das gibt es dann erstmal nur bei uns online, aber wir versuchen das jetzt auch peu à peu so in den Vertrieb zu bekommen, was nicht einfach ist, weil auf noch eine neue Biersorte wartet ja jetzt auch keiner, ne? Aber das Bier ist so lecker, ich glaube, das läuft. Wenn es nicht klappt, ist ja gar kein Problem, einfach Energy hören, ne? Energy verdreifacht ja euer Gehalt. Unser Gehalt? Auch euer Gehalt. Das könnt ihr euch gar nicht leisten. Oh, da denkst du aber falsch. Was würdest du denn machen mit 3 Wochen Gehalt? Was würdet ihr als Band machen mit 3-fachem Gehalt? Da muss mal ein Stückchen näher kommen. 3-faches Gehalt. Uff, da würde ich mir dann 3 Tiefkühlpizzen kaufen und 3 Kästen Bier die Woche. Das spricht aber nicht für dein Gehalt, muss ich sagen. Nee. Das nicht nee. Nee, ja, mit 3-fachem Gehalt. Bier. Mit 3-fachem Gehalt, ja, was würde ich da machen? Da würde ich erstmal in Urlaub fahren wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Wo es warm ist. Also hier regnet es ja, in Berlin auch. Also vielleicht noch mal ein paar Sonnenstrahlen abgreifen, bevor der Winter kommt. Was ist so das, wofür ihr am meisten Geld ausgebt? Schmuck, Klamotten, Tattoos, Cowgirls? Uff. Ja, so in der Reihenfolge, ne? So Pferde, Autos, noch sowas. Genau, Pferderennen, Pferdewetten. Nein, Quatsch. Meistens zocken wir eigentlich. Ja,
Ich glaube, für Essen, Essen, gutes Essen ist wichtig. Und die Kinder fressen einem ja bekanntlich die Haare vom Kopf. Da wäre ein Drittel dir halt übrigens wirklich angebracht. Wir haben ja inzwischen 9 Kinder in der Band und sind 7 Leute. Das wird langsam teuer. Das kann ich mir vorstellen. Also einfach Energy hören? Ja, und Gehalt verdreifachen, ne? Gar kein Ding, ist total easy. Genau, auch ohne Kinder geht das. Apropos Kids, The Voice of Germany startet wieder. Mit 9 Regeln, aber erstmal die Frage, wie wird das denn bitte ohne 2 Jurymitglieder, die uns doch sehr am Herzen lagen, Xavier Naidoo und Ray, wird es trotzdem unfucking fassbar? Ja, es wird super. Es wird anders, aber genauso cool, mindestens. Also natürlich schade und wir vermissen die beiden auch, aber es ist trotz allem auch nett und schön mit den beiden Neuen, mit Max und Samu. Und es ist auch cool für die Show, weil ein frischer Wind reinkommt, weil wir nicht so eingespielt, routiniert miteinander umgehen, sondern uns ja auch alle neu aufeinander einstellen müssen und dadurch wird das ziemlich lustig werden, kann man jetzt schon sagen. Wir haben ja schon einiges im Kasten und gedreht und es wird echt eine fette Show. Was wird neu sein? Wir sind ja ein paar neue Regelungen am Start, oder? Ja, neu ist der Stil-Deal. Das ist jetzt natürlich schwierig, man muss die Show auch kennen, um das zu verstehen. Es gibt ja die Blind Auditions und dann gibt es die Battle Shows und in den Battle Shows treten ja 2 aus einem Team gegeneinander an. Jetzt hat man aber die Chance, als fremder Coach sozusagen über einen Stil-Deal den Buzzer erneut zu drücken und den, der rausgeflogen ist, in sein Team zu holen, wenn man findet, dass der so super war, dass der einem noch im eigenen Team bereichern könnte. Und dann hat man 12 Leute nach den Battles, nicht mehr 8, und dann gibt's in die Showdowns und dann müssen wieder 2 Leute gegeneinander singen, nacheinander, und man muss dann als Teamchef entscheiden, wer besser war. Aber eigentlich ist dann die Show ja nie zu Ende, wenn man ständig die Leute von den anderen klaut, dann sammelt man ja mehr Kandidaten. Ja, die Show geht jetzt auch über 3 Jahre. Ah ja, dann ist ja gut. Wunderbar. Ja, dann danke. Ich wünsche euch eine super coole Show, guten Start mit der Tour und der CD und was nicht alles noch auf dem Plan steht. Ja. Und bin sehr gespannt auf euer Bier. Du kriegst eine Kiste. Auf jeden Fall. Wunderbar. Danke sehr. Ciao.